Radio IBS Leeds, die Presseschau für Dienstag, den 29. April 2008. Mein Name ist Andreas Klamm aus der Nachrichtenredaktion. Themen, die die Welt bewegen und über die heute in Deutschland berichtet wird. Die Bild-Zeitung berichtet über folgende Themen: Schwarz-Rotes Spitzentreffen, Koalition einig über Bahnreform. Berlin, die Bahn wird offenbar verkauft. Die Bahnteilprivatisierung steht bevor. Bis zu 24,9% des Personen- und Güterverkehrs sollen an private Investoren verkauft werden. Schienennetz und Bahnhöfe bleiben vollständig in staatlicher Hand. 2/3 des Erlöses sollten der Bahn zufließen, um die Infrastruktur auszubauen. Gesundheit. Wann ein Herzinfarkt droht. Todesrisiko Herzinfarkt. Viele Deutsche unterschätzen offenbar die Gefahr der tückischen Herzkrankheit. Nur die Hälfte der Herzinfarktpatienten überlebt einen ersten Herzinfarkt. Struck hört auf. Die SPD sucht einen neuen Fraktionschef. Berlin. Er wird im Bundestag fehlen. Peter Struck, 65, SPD-Fraktionschef und Ex-Verteidigungsminister, geht nach 28 Abgeordnetenjahren in die Rente. In einem Schreiben teilte der Politiker und der Jurist gestern seinen Genossen per Brief mit: 2009 ist Schluss. Er tritt bei der Bundestagswahl nicht mehr an. Peter Struck wurde auch von Politikern der gegnerischen Parteien wegen seines Auftretens geschätzt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet im Titel unter anderem über folgende Themen: Bund stoppt Castortransporte. Im kommenden Jahr wird der Castortransport aus dem französischen Le Havre in das Zwischenlager Gorleben ausfallen. Eine deutsch-französische Regierungskommission habe empfohlen, den geplanten Atommülltransport auszusetzen, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen. Ist die Pressefreiheit nach der BND-Affäre in Deutschland am Ende? Berlin, Pullach. Das Bundeskanzleramt ist zutiefst irritiert, dass erst ein anonymer Brief den Bundesnachrichtendienst BND dazu brachte, die Regierungszentrale über den Lauschangriff auf die Spiegelreporterin Susanne Kölbel zu informieren. Wir sind enttäuscht darüber, so spät unterrichtet worden zu sein, sagte der Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche der Süddeutschen Zeitung. Das Kanzleramt will dem BND nun mit einer eigenen Prüfgruppe zu Leibe rücken und klären, warum es mehr als ein Jahr dauerte, bis der Dienst seine Informationen an die Regierung weitergab. Bürgermeisterwahl in Rom. Berlusconis Bündnis triumphiert. Rechtsruck in Rom. Der Ex-Faschist Gianni Alemanno eroberte mit 53% der Stimmen erstmals das Bürgermeisteramt für die Rechte. Die in Frankfurt am Main erscheinende FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich unter anderem heute am Dienstag mit folgenden Themen: Horst Mahler verurteilt. Folgen eines angekündigten Eklats. Der mehrfach vorbestrafte und inhaftierte, als Rechtsextremist bezeichnete Horst Mahler ist vom Amtsgericht Erding wegen Volksverhetzung zu 10 Monaten Haft verurteilt worden. 1 Million Euro, ist das genug? Koalition streitet über hohe Managergehälter. Berlin. In der Großen Koalition tobt der Streit um hohe Managergehälter. Die Union stemmt sich gegen eine schärfere Besteuerung. Für Hartz-IV-Empfänger im Vergleich sollen 4,25 Euro pro Tag angeblich genügen, um eine sehr gute und ausgewogene gesunde Ernährung in Deutschland kaufen zu können. Das glaubt zumindest der Finanzsenator von Berlin, Thilo Sarrazin. Er versuchte dies der ARD-Moderatorin Anne Will zu erklären. Viele Menschen in schwerster Armut in Deutschland, die werden Hartz-IV-Empfänger genannt, haben für diese Standpunkte des SPD-Politikers absolut kein Verständnis.
Die in Nürnberg erscheinende Zeitschrift Horche mal aus Franken berichtet über folgende Themen. Wenn der Anwalt zum Abzocker wird. Immer mehr Verstöße gegen § 8 des Beratungshilfegesetzes. Ein Altpräsident als Volksverhetzer. Herzog gegen Rentner. Süßer die Kassen nie dingeln. Der Euro und die Wirklichkeit. Lauscher an der Wand. Vom neuen Abhörwahn in Deutschland. Mehr Informationen zur Zeitung Horche mal aus Franken bei http://horchemal.infopartner.net. Das war eine Auswahl der Übersicht von Themen, die Deutschland bewegen, in der Mini-Presseschau von Radio IBS Leeds für Dienstag, den 29. April 2008. Ich wünsche Ihnen einen guten und angenehmen Tag.